zu meinem Vortrag. Kurze Zusammenfassung zu Beginn der Connex, was Christoph Electrics fürs Rechenzentrum tut und eine allgemeine Vorstellung. Und zweitens Anforderungen, eine Zusammenfassung, was Ihre IT von der Stromversorgung Ihres Rechenzentrums erwartet, damit die IT-Services auch so funktionieren, wie Sie sich das erhoffen. Und eine kurze Zusammenfassung im Bereich 3 über drei wichtige Begriffe, die Sie vielleicht betreffen werden, wenn Sie in den nächsten Jahren über die Errichtung oder den Umbau eines Rechenzentrums nachdenken. Das wäre Redundanz, Wirkungsgrad und die Modularität des Ausbaus. Und zum Abschluss dann eine Vorstellung des Projektes bei GAZ Linz. Kurze Vorstellung, Christoph Electrics ist Teil der Christoph Group mit Sitz in Graz, kommt aus dem Bereich Maschinenbau, die ganze Gruppe, und in dieser Christoph Group ist die mit CER abgekürzte Christoph Electrics für den Bereich Elektrotechnik zuständig. Vielleicht kennen Sie das Unternehmen auch noch unter dem Namen SAG Schrack. Da waren wir doch einige Jahre in der Schrack-Gruppe tätig. Unsere Bereiche gliedern sich in drei Hauptabteilungen: Energietechnik, Industrie und Infrastruktur. Ich möchte kurz vorstellen, Energietechnik geht es einmal um den Bereich, der sich vor allem an EVUs wendet, von der Freiluftschaltanlage bis zum Trafo, alles was in diesem Bereich benötigt wird. Und aus dieser Thematik kommend auch die Software Mentos, die wir für das Asset Management bei Windstrom einsetzen. Wenn es dazu noch Fragen gibt, das funktioniert natürlich nicht nur bei EVUs, sondern auch bei allen anderen Unternehmen, die Assets zu verwalten haben, dann können Sie draußen am Christoph Electrics Stand dann auch Detailinformationen dazu kriegen. Der Bereich Industrie befasst sich mit elektrischen Ausrüstungen für Industrieanlagen, und da kommt auch wieder mein Spezialgebiet unterbrechungsfreie Stromversorgung zu den Projekten, weil natürlich Industrieanlagen wie zum Beispiel bei der OMV eine entsprechende Stromversorgung notwendig haben, dass der Industrieprozess funktioniert. Und dann in der dritten Gruppe Infrastruktur, da geht es dann in Richtung Rechenzentrum, im Gebäudeausrüstung aller Art für die Elektrotechnik und im speziellen unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Rechenzentrumsbereich. Damit wir da die richtige kundenspezifische Lösung finden können, arbeiten wir mit mehreren Partnerfirmen zusammen, und im Bereich Rechenzentrum ist es die Firma Pillar Power Systems aus Deutschland, das in Osterode am Harz ansässige Unternehmen ist im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung tätig und ist da einer der bekanntesten Hersteller. IMS Research hat 2011 sogar festgestellt, dass wir im Bereich der High-End-USV-Anlagen Marktführer weltweit sind. Leistungsbereich, wie gesagt, High-End, also Großrechenzentren, Leistungsgrenze irgendwo im Bereich 50 MVA, also durchaus beachtliche Dimensionen. Wozu braucht man nun so eine Stromversorgung? Welche Anforderungen hat ein Rechenzentrum? Wir haben den Rechenzentrumsprozess an sich, der natürlich eine elektrische Stromversorgung braucht und diese hoffentlich unterbrechungsfrei, weil die Serverlandschaft natürlich auch keine noch so kurzen Unterbrechungen verträgt. Das heißt, die entsprechende Stromqualität muss das Versorgungssystem sicherstellen, und die ganze Leistung, die 100% elektrische Leistung, die wir dem Rechenzentrum zur Verfügung stellen, müssen wir gleichzeitig auch wieder abführen durch eine entsprechende Kälteversorgung, die dann die Verlustleistung des Rechenzentrums wegkühlt. Die Kälteversorgung braucht dann natürlich wieder elektrische
Versorgung und das ist dann das zweite Standbein, das wir dem Rechenzentrum zur Verfügung stellen müssen. Das muss allerdings dann nicht unterbrechungsfrei sein. Die Netzersatzversorgung kann mit einer Lücke von 15 Sekunden erfolgen. Das ist die Startzeit des Dieselmotors. Und um die nötige Sicherheit im Rechenzentrum zu gewährleisten, werden wir diese Stromversorgung im Normalfall nicht einmal, sondern über getrennte Pfade zweimal zur Verfügung stellen, also sowohl ein A-System als auch ein B-System erstellen, wo wir dann wegeredundant die Versorgung des Rechenzentrumsprozesses sicherstellen. Damit das Ganze Sinn macht, muss natürlich auch das Rundherum, also die komplette Infrastruktur und Sicherheitstechnik des Rechenzentrums entsprechend unterbrechungsfrei oder netzersatzversorgt werden, damit auch ein Langzeitinselbetrieb des Rechenzentrums möglich ist. Welche Komponenten brauchen wir da jetzt, um diese Versorgung herstellen zu können? Wir haben schon gesagt, wir müssen die Energiequalität heben. Das, was im Netz da daherkommt, ist für das Rechenzentrum grundsätzlich einmal ungeeignet. Wir müssen die Qualität heben durch statische Stromrichter oder durch rotierende Generatoren, wie der Kollege vorher schon richtig erkannt hat. Und wir brauchen, wenn das Netz ausfällt, einen kurzzeitigen Energiespeicher, der sofort zur Verfügung steht und das Rechenzentrum bei Netzausfall weiter versorgt. Dieser Energiespeicher ist klassisch einmal eine Batterieanlage, eine Bleibatterie. Alternativ ein Schwungmassensystem, wo die nötige Energie in einem rotierenden Körper gespeichert wird. Es gibt auch noch viele andere Alternativmöglichkeiten, einen Kurzzeitenergiespeicher zu errichten. Nur in der Masse durchgesetzt haben sich nur diese zwei Verfahren. Und dann werden wir noch einen Langzeitspeicher für den Inselbetrieb brauchen, wo wir wirklich über Stunden oder Tage die Versorgung weiterführen können. Und da gibt es eigentlich für das Rechenzentrum auch nicht viele Alternativen. Da muss man auf einen Dieselmotor zurückgreifen. Gasmaschine wäre noch eine Alternative, Blockheizkraftwerk. Da hat man allerdings das Problem, dass das Medium nicht so leicht lagerbar ist. Das heißt, für einen 72-Stunden-Betrieb werden Sie den Gasspeicher nur sehr schwer vor Ort errichten können. Deswegen für das Konzept eben der Fixpunkt Dieselmotor. Wenn wir da ein Beispiel im Bild haben, das wäre jetzt 20 Zylinder von der Firma MTU. Das ist das größte am Weltmarkt verfügbare Aggregat, das noch 1500 Umdrehungen dreht. Alle größeren Aggregate drehen dann langsamer und sind für die uns zur Verfügung stehenden Generatoren nicht mehr so geeignet. Dieser Dieselmotor muss jetzt ausgelegt werden auf die komplette Versorgungsleistung des Rechenzentrums. Das ist die Netzersatzversorgung für die 15-Sekunden-Versorgung und die unterbrechungsfreie Stromversorgung, die sofort zur Verfügung stehen muss, plus natürlich alle Verluste, die das System für seine Funktion auch noch hat. Und diese Motorleistung ist dann eben bis zu 2500 kVA mit so einem 20-Zylinder momentan möglich. Wenn wir jetzt von dem Dieselmotor ausgehen, dann müssen wir natürlich einen Generator mit dem Dieselmotor verbinden, damit wir da elektrische Energie rauskriegen. Bei einem Netzersatzaggregat ist die Verbindung zwischen Dieselmotor und Generator starr. In unserem Fall wollen wir auch USV-Energie entnehmen und wir haben daher zwischen Dieselmotor und Generator eine Freilaufkupplung. Kann man sich so vorstellen wie beim Fahrrad. Die kann sowohl geöffnet sein, wenn man dahin rollt, also wenn man antreibt, dann wird die Kraft schlüssig und der Dieselmotor hat die Möglichkeit, den Generator mechanisch zu treiben. Im Normalbetrieb dreht sich der Generator ständig und wird elektrisch angetrieben. Dazu haben wir zwei Wicklungen in der Maschine drinnen, eine USV-Wicklung, die das Rechenzentrum versorgt und eine auch Motorwicklung genannte zweite Wicklung, die den elektrischen Antrieb macht, beziehungsweise im Dieselbetrieb dann für die Netzersatzversorgung zur Verfügung steht.
Damit jetzt die Startzeit des Dieselmotors überbrückt werden kann, brauchen wir auch noch einen Kurzzeitspeicher. Wobei für die Batterieanlage, die Sie da im Bild haben, das Wort Kurzzeitspeicher jetzt schon immer mehr ganz richtig ist. Die ist nämlich auf 2 Stunden Überbrückungszeit ausgelegt. Das war damals eine Kundenanforderung. Wir haben ein Wiener Rechenzentrum ausgerüstet. Das hat eine Batterieanlage mit einem Gesamtgewicht von 350 Tonnen. Das ist jetzt nicht der Normalfall. Normalerweise sind Batterieanlagen auf ca. 15 Minuten Überbrückungszeit ausgelegt. Alternativ zur Batterieanlage kann man aber eben auch einen Schwungmassenspeicher verwenden. Sie sehen hier im Bild eine Powerbridge der Firma Pillar. Das ist ein Schwungrad mit einem Meter Durchmesser, eine Stahlscheibe. Die dreht sich ständig mit 3300 Umdrehungen und kann dann mit dem darüber angeordneten elektrischen Generator abgebremst werden. Und diese Bremsenergie verwendet man dazu, das Rechenzentrum für mehrere Sekunden weiter zu versorgen, so lange, bis der Dieselmotor die volle Leistung abgibt. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, die Komponenten, die wir in den letzten Folien gesehen haben, ist einmal der Generator, der die Umwandlung vom Dieselmotor macht und im Normalbetrieb auch mit dem Schwungmassenspeicher verbunden ist und so eine permanent verfügbare Versorgungsspannung hoher Qualität zur Verfügung stellt. Für die Langzeitversorgung haben wir dann den Dieselmotor. Der startet in etwa 10 Sekunden, wobei die 10 Sekunden sich daraus ergeben, dass er den Generator nicht starten muss. Der dreht sich ja bei unserer Anwendung schon. Der Freilauf ist offen, der Dieselmotor kann nur die Welle selber starten. Und erst wenn er auf Drehzahl kommt, wird er dann kraftschlüssig über die Freilaufkupplung und treibt das System an. In dem Moment können wir dann die zweite Generatorwicklung nutzen und daraus die Netzersatzversorgung für das Rechenzentrum, für die Kälteanlage versorgen. Das Ganze gibt es auch kompakt verpackt im Container. Für manche Anwendungen von Vorteil, wenn man bestehende Gebäude damit versorgen will, kann man so einen fixfertigen Container aufs Dach stellen und hat damit bereits alle Komponenten, die man zur Versorgung, zur elektrischen Versorgung eines Rechenzentrums benötigt, in werksabgenommener Form am Dach stehen. Jetzt zum Punkt 3, einige wichtige Begriffe. Wenn Sie sich noch einmal intensiv mit dem Thema Rechenzentrum beschäftigen, dann wird das erste Thema gleich einmal die Redundanz sein. Um einen Betrieb 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, wie der heute üblich ist, zu gewährleisten, kann man sich hier nicht erlauben, dass man für Wartungen oder Ähnliches abschaltet, sondern man muss dieses Kompaktsystem, das das Rechenzentrum versorgt, nicht nur einmal als A, sondern ein zweites Mal als B-Schiene aufbauen und dann entweder über einen getrennten Versorgungspfad vom EVU oder, wie heute fast schon üblich, aus einem kompletten zweiten Versorgungssystem sicherstellen. Wenn man das ordentlich macht, dann gibt es da keine Single Point of Failure in dem System und man kann eben die Versorgung in getrennten Räumen, in getrennten Brandabschnitten aufbauen und dann sollte man natürlich auch noch gemeinsame Fehlerpunkte vermeiden, wie zum Beispiel Notauskreise, die dann auf beide Systeme wirken und zum Netzausfall erst wieder führen können. Also das Thema Redundanz, sehr wichtige Sache, wenn man die Single Points of Failure betrachtet und diese nicht macht. Das zweite Thema ist die Modularität. Man versucht bei der Errichtung einer Rechenzentrumsinfrastruktur natürlich nicht mehr zu bauen, als man eigentlich braucht. In dem Beispiel hier auf der Folie ein hochmodulares System, wie es am Markt angeboten wird. In 25 Ausbaustufen können Sie da scheibchenweise die Stromversorgung Ihres Rechenzentrums, genauso wie das Rechenzentrum wächst, errichten. Hat allerdings auch noch das zweite System notwendig, das heißt, Sie brauchen den ersten Teil der Blöcke für die A-Versorgung, den zweiten Teil für die B-Versorgung und haben dann, damit sie diese Ausbaumodularität erreichen, extrem viele Komponenten in ihrem Rechenzentrum verbaut.
wenn man sich jetzt einen so einen Schrank anschaut, dann ist das eine vollwertige USV, die zum Beispiel 8 Lüftermotoren braucht, damit sie gekühlt wird, und 288 Batteriezellen, damit der Kurzzeitspeicher sichergestellt ist. Wenn Sie das jetzt aufs ganze Rechenzentrum umlegen, haben Sie plötzlich 480 Lüfter im Einsatz und 17.280 Batteriezellen. Das alles muss funktionieren, damit Sie nicht beim Fehlersuchen sind. Und die Anzahl dieser extrem vielen Komponenten ist unserer Meinung natürlich nicht der richtige Ansatz. Das heißt, bei Pillar denkt man hier in größeren Modulen. Wenn man das gleiche 6 Megawatt Rechenzentrum wie in der Folie vorher nicht mit 200 kVA statischen Modulen, sondern mit 2000 kVA rotierenden Modulen aufbaut, dann kann man genauso modular erweitern in N+1 Technik und dann in der dritten Ausbaustufe ebenso die 6 Megawatt erreichen, allerdings mit dem Vorteil, dass da deutlich weniger Komponenten notwendig sind, und das ist natürlich in der Betriebsführung ein riesiger Vorteil. Und dann das dritte Thema, das in der Auswahl der Versorgungssysteme immer wieder heiß diskutiert wird, der Wirkungsgrad. Da gibt es Kämpfe in der Branche über die Kommastelle des Wirkungsgrades, ob das 95,6 oder 0,8% sind, meiner Meinung nach wirklich nicht relevant. Der Wirkungsgrad kann natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Circa 30% ihrer Gesamtkosten über 20 Jahre gesehen werden elektrische Verluste in der Energieversorgung sein. Sie haben allerdings nur die Möglichkeit, diese Verlustkosten zu 10% zu beeinflussen. Das ist nämlich die Schwankungsbreite, die der Markt hergibt. Und die 30% jetzt zu 10% zu beeinflussen, ist nicht der absolute Bringer. Wir finden daher, dass andere Punkte viel wichtiger sind in der Betrachtung. Das wäre zum Beispiel die Nutzungsdauer. Wenn man Komponenten mit 5 Jahren Lebensdauer in das System einbaut, dann ist das natürlich von der Investition was anderes, als wenn die 25 Jahre Lebensdauer haben wie eine rotierende USV. Oder Nebenkosten wie die Klimatisierung der Technikräume, wenn diese nicht erforderlich sind, dann fallen da gleich mal 35% der USV-Verluste weg. Und das ist dann wirklich das bessere Argument als die zweite Stelle hinterm Wirkungsgrad. Ebenso muss man natürlich die notwendigen Flächen und Wartungskosten beachten. In Summe, unser Dimensionierungsansatz, die TCO, also die Gesamtkosten über die Lebensdauer betrachtet, viel wichtiger als ein einzelner Wirkungsgradwert. Als Beispiel noch so eine Wirkungsgradkurve von einem USV-System. Da sieht man, dass auch schon im Bereich 40% Auslastung der Wirkungsgrad über 95% liegt. Das heißt, da ist natürlich auch die Einsparungsmöglichkeit durch modularen Ausbau nur mehr gering, weil die modernen Systeme im vollen Leistungsbereich schon sehr hohen Wirkungsgrad bieten. Viel wichtiger die TCO-Betrachtung, hier eh nur 15 Jahre ausgelegt. Je länger die Betrachtung, desto größer die Unterschiede bei den Versorgungssystemen. Aber hier kann man sich in dem Beispiel bei einem 2,4 Megawatt Rechenzentrum schon mal locker 1 Million Euro ersparen. Abschließend jetzt zu unserem Referenzprojekt beim GRZ IT Center. Die GRZ IT Gruppe ist ein Traditionsunternehmen und wurde 1971 als Genossenschaftsrechenzentrum für Oberösterreich gegründet. In den 80er Jahren ist das Wachstum des Rechenzentrums dann so vorangeschritten, dass man ein eigenes Gebäude errichtet hat und in diesem heutigen Stammhaus findet der beschriebene Umbau jetzt auch statt. 1995 hat die Firma Pillar das erste USV-Aggregat in das Haus geliefert. Das war damals eine rotierende USV mit 330 kVA. Die war von 1995 bis 2013
ohne Ausfall in Betrieb und hat das Rechenzentrum über die komplette Periode versorgt. Im Jahr 2007 gab es dann eine Erweiterung und Redundanzausbau mit einem weiteren 1000 KVA-System. Und nachdem die GAZ-IT-Gruppe inzwischen mit drei Markennamen bekannt ist und viele Kunden hat und entsprechende Ambitionen des weiteren Ausbaus, gab es 2011 ein Projekt, wie könnte man denn das bestehende Rechenzentrum mit den jetzt eingebauten Gerätschaften von zweimal NMW erweitern, so dass man für die nächsten Jahrzehnte eine optimierte Versorgung des Rechenzentrums errichten kann. Und da gab es natürlich bauliche Grenzen, weil das ein bestehendes Rechenzentrum ist. Da gab es jetzt für uns die Vorgabe, was ist denn möglich? Was kann man denn mit zwei Aggregateräumen an Stromversorgung hineinzaubern? Und da hat sich dann die Leistungsgrenze, die wir vorher schon gehört haben, ergeben mit den 2500 kVA für den 20-Zylinder MTU-Motor. Und ja, mit dem sind wir in die Planung gegangen. Und man hat dann eben eine USV-Leistung von 1670 kVA und eine Netzersatzleistung von 830 kVA als Grenzleistung für das Rechenzentrum angesetzt. Heute wissen wir natürlich schon genau, dass das System auch ins Haus hineinpasst. In der Planungsphase war das noch ein bisschen strittig, aber inzwischen haben wir es geschafft. Die 2500 kVA sind wirklich eingebaut worden. Man sieht, es war relativ knapp. Der Motor passt gerade noch durch den letzten Unterzug. Modularität war bei dem Projekt eher kein Thema, weil man den Endausbau errichten wollte. Alles, was reingeht zur Ausnutzung der IT-Fläche. Das Einzige, was man modular ausbaut, ist jetzt die Batterieanlage. Die wird der tatsächlichen Versorgungsleistung angepasst. Und für die Redundanz hat man natürlich das, was heute im Bankbereich üblich ist, vollwertige 1+1 Redundanz gewählt. Es geht sogar so weit, dass man sich für zwei unterschiedliche Speichertechnologien entschieden hat. Das heißt, das eine Aggregat nützt den bestehenden Batterieraum mit einer 15-Minuten-Batterie. Und für den Neubau, wo jeder Quadratmeter natürlich Kosten verursacht, hat man sich dann entschieden, die platzsparende Lösung, nämlich einen Schwungmassenspeicher mit 16,5 Megawattsekunden Speicherenergie zu errichten. Das Aggregat hat entsprechende Größe, dass man es über normale Einbringwege, die in den 70er Jahren, 80er Jahren bei der Planung des Gebäudes angedacht waren, nimmer mehr einbringen konnte. Wir haben daher einen 350-Tonnen-Kran zu Hilfe genommen, der sich dann da am Wochenende vor dem Bürogebäude aufgebaut hat und unser Aggregat mit einem 70-Meter-Ausleger über das Bürogebäude in den Innenhof gehoben hat, wo wir das dann in Empfang genommen und ins Haus eingebracht haben. Das Aggregat hat die Eigenschaft, es wird bei der Einbringung immer größer. Je näher es im Raum drinnen ist, desto größer kommt es dann vor. Aber es ist sich dann doch ausgegangen. Und vielleicht noch ein paar Punkte zur Projektabwicklung. Wir mussten das Rechenzentrum im Vollbetrieb natürlich erweitern. Und es war daher notwendig, dass wir das Aggregat B im Neubau zuerst errichten und in Betrieb setzen. Und erst wie das die Vollversorgung übernommen hatte, konnte man das bestehende 1000 kVA Netzersatzaggregat stilllegen, ausbauen und dann die neue 2500 kVA Aggregat A-Anlage einbringen und in Betrieb setzen. Zum Abschluss das Ergebnis. Ich glaube, kann sich sehen lassen. Die Anlage ist ganz hübsch geworden, vor allem das B-System. Da hatten wir ja Einfluss auf die baulichen Gegebenheiten. Der Aggregateraum ist 5 Meter hoch und über 5 Meter breit. Das heißt, man hat schon entsprechend Fläche, das Aggregat aufzustellen und nicht unbedingt einzubauen. Beim bestehenden Gebäude war das natürlich nicht möglich. Da musste man sich nach der Decke strecken.
weil ja der aggregate Raum weiterverwendet wurde, wo ursprünglich 1000 kVA eingebaut waren. Wir haben dann dort 2500 kVA errichtet und es kommt dann schon fast ein bisschen U-Boot-Feeling auf. Das Aggregat passt wirklich nur mehr sehr knapp in den Raum. Man sieht auch den Luftfilter schon in die Deckenisolation stehen. Also das war das absolute Minimum, was man am Platz benötigt. Es ist sich aber ausgegangen, das System ist Ende des Jahres in Betrieb gegangen. Ein paar Eckdaten vielleicht noch zum mit nach Hause nehmen. Die beiden Dieselaggregate, die Sie im Bild gesehen haben, haben jeweils 3300 PS. Ein Hubraum von 4 Liter, allerdings nicht gesamt, sondern pro Zylinder. Das heißt 80 Liter Hubraum. Und das mit errichtete Tanklager hat ein Fassungsvermögen von 50.000 Liter und soll dann eben im Endausbau auch noch die entsprechende Überbrückung für ein Wochenende sicherstellen. Projektlaufzeit waren insgesamt 17 Monate, weil wir die beiden Aggregate hintereinander errichten mussten. Und der Zubau musste auch noch gebaut werden. Und ja, das Pillar-System ist jetzt in Betrieb und wird das GAZ IT-Center bis weit in die 30er Jahre mit Strom versorgen. Ich hoffe, es war für Sie ein kleiner, interessanter Rundgang durch das Großrechenzentrum und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.